Dann auf noch bei Lothar. Jo. Na. Schauen wir mal, wie es da so aussieht. Wir haben uns ja die alten Stellen noch gar nicht angeguckt. So. Also für die Ja, Standardstellen. ich weiß. Kanister haben wir auch mit, also Treibstoff sollte auch nicht das Problem sein. Sein Depp. Well. Ein lauter Depp. Ja, wie war das? N. Ah N, ja, genau. ich lasse auch, weil bei mir ist das jetzt nicht so extrem laut. Das geht. Das ist schon ganz schön laut. Das so eine Außenperspektive oder Ja, innen? außen. Na, dann ist es lauter, klar. Sind wir hier überhaupt richtig? Normalerweise müssten wir jetzt geradeaus. Ist das richtig? Ja, ist richtig. Okay, na dann. Haben wir ein Geländefahrzeug, dann geht's ja. Ja, geradeaus. Und dann Gut, am über Ende das. Koko, über das Kaff da unten. Koko Ja, wie auch. links dann ab. Genau. Schauen wir mal. Ich habe aber, muss ich sagen, die ganze Zeit noch nicht einmal einen Wolf gesehen. Nicht, dass ich drauf scharf wäre, aber mal gucken, wie die sich rumtreiben. Die waren beim Airfield Ja. da. Ach so, ja, da müsste man, glaube ich, dann wandern durch die Wälder und so. Ja. Jawohl, beim Trader waren die ja auch schon. Haben wir ja schon gesehen. Wo sie uns zwar nichts getan haben, aber sie waren da. So, jetzt müssen wir links. Das müsste ja Komi, Koko, irgendwas Ui. sein. Ah. Ich dürfte die machen lieber ein bisschen langsamer. Und jetzt hier geradeaus, ja. War Egal. ja nur ein Stoß, dann war Test, ne? Ja. Nee, jetzt musst du rechts. Rechts? Hier? Diesen Feldweg? Nee, nee, ja, rechts, ne? Warte. Ein Warte Stück mal. zurück. Weil da vorne endet. Ja. Da geht's nicht weiter. Stimmt, steht ja aus der Kasse. Und die nächste wieder links. So. Das ist die? Ja, ist die, aber erkennt man kaum Ja. an Straße, ne? Die nächste dann wieder links. Und dann links halten, weil vorne gabelt sich die Straße dann, wenn du jetzt hier links abgebogen bist. Okay. Und dann fährst du auf der linken Seite weiter. Ach so, hier also links und links halten. Ich bin mal gespannt, wie lange das Auto durchhält. Na, ich hoffe mal sehr lange. Ich hoffe das auch. Oh, ein Picknickplatz. Oh, wir hätten links gemusst, gell? Ja. Zurück und also da solltest du schon zurück, weil die andere Strecke hier, die geht ja wohl ganz anders hin. Ich habe kurz überlegt den Berg, aber nein, nein, den Berg fahren wir nicht runter. Oh, ich habe falsch gelenkt. Ja, sehr gut. Ich hoffe mal. Moment. Komm. Alter. Ach nee, halt. Muss schon einen Gang einlegen, sonst wird das nichts. Komm, du schaffst es. Ui. Ja, hier rüber. Aber das Ding hat einen Wendekreis wie ein Panzer. So, jetzt aber. Ja, jetzt mit rechts und jetzt immer geradeaus bleiben. Ja. Und Ich habe auch mein. wenn die Straße endet, dann wieder links. Okay.
Ich habe auch meine LKW-Batterie eingeladen, falls man irgendwo einen LKW sieht. So, hier jetzt geradeaus weiter. Ja, ja. Immer auf der Straße bleiben, bis er endet und dann links. Okay. Macht da hinten noch irgendwie einen kurzen Bogen. Und hier kommt der Bogen. Ja, der ist ein bisschen heftiger, den ich meine. Okay. Na, schauen wir mal. Ja, das ist der jetzt. Ah ja. Schön hier. Ja, wie Urlaub. So. Jetzt wieder links. Jo. Ja, da? Nö. Hier stehen überall diese Bauwagen rum, da kann man ja auch einziehen. Ja, die Straße. Dann direkt runter zur Hauptstraße. Ja. Und dann links kommen wir dann zum Nachbar Lothar. Okay. Dann bin ich mal gespannt, wie das Airfield aussieht. Eine kleine Rundreise heute. Oh, lutscht. Aber bis jetzt so zombie-technisch auf unserer Strecke war nichts los, ne? Geht. Gleich losgehen, wenn die Bebauung wieder dichter wird. Links runter? Naja. Na, komm mal. Was ist da? Nee, eigentlich nicht. Zurück. Warte mal, da geht noch ein Weg rechts ab hier. Nee, der ist falsch. Okay, da ist es doch, drehen. Guck mal. Ja, unten, aber da fehlt ja keine. Achso, dann fahr einfach über. Wir haben doch einen Geländewagen. Das müsste es doch sein, oder? Ja, ja. Ja. Ja, ein bisschen erkennt man es noch. Und das hier nicht irgendwelcher Scheiß rumliegt. Zwischendurch. Da ist auch schon der erste Kollege. Und da passen wir nicht durch. Irgendwie außen rum. Das ist ja gut. Entschuldigung. Ich kann schon was los. Willkommen am Balota Airfield. Huch, komm. Boing. Alter, geht weg. Geht weg. Wow. Hm? Ja. Was denn? Na, hier ist ganz schön was los. Also, ja, ich so nach vorne gucke. Ja. Das die Armee in der Finsternis. Ganz schöne Ansammlung. Ja, jetzt kommen sie alle. Zombie-Schlängel. Oh, Alter! Guck mal hinter uns. Oh.
Was ist denn, wenn wir die alle... möchte ich nicht aussteigen. Was ist denn, wenn wir die alle weglocken? Na, versuch's. Hin und wieder mal die... Ja, die hinteren folgen schon nicht mehr. Wir haben jetzt nur noch dieses Tröpfchen hinter uns. Und das vor uns. Hui. Die sind ganz schön schnell. Geht weg. Lasst mich. Alter Schwede. Ah, die Hupe ist sehr effektiv. Jetzt kommen die hinteren auch wieder. Ja. Und jetzt Auto kaputt. Gott, oh Gott. Jetzt Stacheldraht. So, laufen die da eigentlich durch oder gehen die drumrum? Die gehen drumrum. Guck ein. Scheiße. Ich dachte, wir können mal ein bisschen Militär looten. Hm, vielleicht auch nicht. So, gut, das wäre bei Lothar. Sollen wir es wagen, mal nach Tscherno zu fahren? Ja. Okay. Da sind ja immer noch massig auf dem Airport, weißt du? Ja, ja. Das Aussteigen ist, wäre, naja, sehr gebannt. Oh, hier. Nackedei. Guck, neue Freunde für dich. Ein Checkpoint. Ja du, wenn auf den Airfield schon so massig los ist, da will ich nicht wissen, was den Städten abgeht. Oh ja. Wildes Treiben hier überall. Aber richtig. Richtig. Auch schon wild. Wieder fast 10 Stück hier. Ja. Oh, 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 oh. Nein, ich war da. Na, plus die, die wir von hinten noch mit... Ne, die haben es aufgegeben. Die vom Airfield sind weg. Ja. Alter Schwede. Da bräuchte es eigentlich so ein Auto mit einem Schiebeschild. Muss hin und her walzen. Ja, 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 die führen wir spazieren. Die können sich ja auch mal bewegen, ne? Richtig. Ja, was ist das? Das ist ein Kreisverkehr. Ach ja. Da solltest du links Englisch fahren, ja. Weil da ist ein Kanonenrohr. Genau. Ja, den gibt's. Nee, oh oh. Das passt nicht. Ja, dann die Straße da, ne? Oder hier dann. Ah ja, oder so. Das ist ja ein Geländewagen, ne? Wir müssen aber da runter, ne? Da, wo die Busse stehen. Hm. Wo die Busse stehen. Ja, wir sind ja hier schon fast in Tscherno. Ja. Hier lang? Ja, stell dir mal vor, du hättest jetzt hier noch so eine Horde Zombies, die um dich rumhüpft. Hm. Ja, die können ja auch das Auto beschädigen. Ja, eben. Schön langsam hier durch. Ah. Und da haben wir wieder freie Fahrt. Weil es hier recht ruhig ist. Noch. Ich höre es aber rechts und links. Ja, ja. Das ist doch Tscherno, ne? Mhm. Ach, die kommen aus den Häusern. Moin. Ah, die Städte sind schon schöner als in Arma 2. Aber halt auch gefährlich. Whoop, das war ein... Oh, ein Deck. Ein Böses.
Okay, ich nehme es zurück. Die Stadt ist voll mit den Viechern. Ja, doch. Kommst nicht mit. Brauchst gar nicht zu versuchen. Keine Anhalter werden hier mitgenommen. Nein. Du auch nicht. Der Hafen. Alter, ist die Stadt groß. Naja, okay. Irgendwie größer, ne? Ja, wesentlich größer. Also hier mal so eben mal schnell hin zum Looten. Na dann. Ei. Oh Mann. Oh ja. Du kannst ja bald eine Challenge draus machen. Wer kann länger looten in Tschernow? Wer überlebt es länger? Oh. Na gut, fahren wir oben über die Brücke. Uiuiui. Nicht übel. Du geht's gut. Das ist sehr beruhigend. Ach, leck. Hallo? Ja, sieh mal. Ich sehe aber auch keinen. Da oben ist irgendwas, steht irgendwie ein Schloss. Auf dem Berg. Was? Da links von uns jetzt, da auf dem Berg, da ist so eine Burg, warte. Hier, ja, da. Nee, das sind was? Hochhäuser. Ah, okay. Das sind die, die Hochhäuser hier. Plattenbauten, wie sie hier vor uns sind. Ja. Und hier sind die Bewohner. Genau. Das sind aber höhere Blöcke da oben. Ja. Alter. Wenn du dich da in irgendeinem Haus versteckst, da hast du ja Flug. Die Straße ist weg. Darfst du nicht, sondern hier drinne, das ist selbst bei Arma 2 ist das immer Sackgassenfalle. Ne? Ja. Wenn da unten so viele reinkommen, weil du kannst zwar bis aufs Dach, aber die kommen ja auch bis da hoch. Die koppeln dir hinterher, ja. Dann bist du, da stehst du da oben an der Leiter und. Da war. Tja, tja. Dann geht dir die Muni aus, schon wieder im Kreise. Ach, bitte. Ja, ich weiß ja nicht, ob das Samurai-Schwert, gehen die kaputt? Die gehen kaputt. Achso, ob das Samurai-Schwert kaputt geht? Das ist eine gute Frage. Mach mal da. Geh weg. Nein. Mach schön weiter. Ich denke, also mir ist noch keins kaputt gegangen. Ich weiß es nicht. Bräuchte mal Baxter. Aber die Spiellogik, ich denke mal schon. Ja, könnte sein, ne? Also Waffen, die gehen ja, die nutzen sich ja. Richtig, hier ist ein Friedhof. Genau wie die Klamotten und alles. Ja,